Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuesten Videoformat, dem Let's Inform von Red Naxala LP. Ja, dies ist nicht nur dazu gedacht, euch darüber zu informieren, was ich alles so treibe. Es ist in diesem Falle sogar mein allererstes ungefähr 100 Abonnenten Special. Zuallererst möchte ich mich an sämtliche Zuschauer und Abonnenten richten. Ich danke euch vielmals für eure Unterstützung und dafür, dass ihr mir die Kraft gebt, weiterzumachen wie bisher. Ja, ihr merkt vielleicht, hier ist alles ein wenig anders, aber das werden wir schon gemeinsam hinkriegen. Wenn wie euch bis jetzt allen bekannt ist, habe ich derzeit schon drei Projekte am Laufen. Das ist einmal das Rollenspiel The Witcher 2 Assassins of Kings, das postmoderne Cyberpunk-Rollenspiel Deus Ex und das Adventure Baphomets Fluch. Nun werde ich in der zukünftigen Zeit noch viel mehr Zeit haben als bisher, vor allem zu meiner Anfangszeit. Daher spiele ich mit dem Gedanken, ein weiteres viertes Projekt zu starten. Generell erst einmal, was haltet ihr von dieser Idee? Ist das nicht so angebracht? Übertreibe ich? Das müsst ihr mir mitteilen. Falls ihr nicht von diesem Vorschlag begeistert seid, so lasst es mich wissen. Und ich werde, wie ursprünglich geplant, nach dem Ende des nächsten Let's Plays, welches vermutlich Baphomets Fluch sein wird, zumindest der bisherigen Zeit hernach, mit dem nächsten Let's Play beginnen. Doch nun kommen wir zu der Frage, welches Let's Play ihr denn als nächstes sehen wollt. Ich habe ein paar feine Sachen in meinem Schrank gefunden und werde sie euch nun kurz präsentieren. Beginnen wir mit einem deutschen Rollenspielfabrikat namens Risen. Den meisten von euch dürfte dieses Spiel ein Begriff sein, ist es doch von dem kongenialen Entwicklungsstudio Piranha Bytes in schwerster Handarbeit gefertigt worden. Es ist ein geniales Rollenspiel, der inoffizielle Nachfolger der Gothic-Reihe, der offiziellen Gothic-Reihe 1 bis 2, denn der dritte Teil wird von mir nicht als offiziell und als Kanon bezeichnet. Da bin ich vielleicht alleine, aber ich habe das Spiel verabscheut. Und von daher würde ich sehr gerne mit euch Risen spielen, wenn ihr dafür seid. Es folgt ein eher unbekanntes Kleinod aus meiner Sammlung, das Action-Adventure Beyond Good and Evil. Ich kann euch persönlich noch gar nicht viel darüber verraten, denn ich weiß es selber noch nicht so richtig. Es wurde mir schon über ein Jahr hinweg von verschiedensten Leuten empfohlen, dieses Spiel zu spielen. Und das möchte ich, wenn, dann gerne gemeinsam mit euch nachholen. Auf Wunsch von euch, wenn ihr das wünscht, sogar Blind. Auch wenn ich persönlich Blind-LPs eher etwas schwieriger finde. Aber für euch ist mir doch nicht so schwer. Also, gebt eure Stimme für Beyond Good and Evil, wenn ihr das sehen wollt. Mein dritter Vorschlag bleibt deutsche Hausmannskost, das Rollenspiel Venetica. Ebenso ein Geheimtipp, das ich aber auf jeden Fall eher ungern blind let's playen würde, denn Rollenspiele würde ich am liebsten immer so zeigen, dass man euch auch etwas zeigen kann, dass ich schon ein wenig Plan von dem Spiel habe und Leuten, die das Spiel sehen wollen, wie es so ist, wenn man es drauf hat. Und so, wenn ihr versteht, was ich meine. Da, in dem Zustand möchte ich euch das zeigen. Also, gebt eure Stimme für Venetica, wenn ihr mal etwas Unbekannteres sehen wollt. Und als Abschlussvorschlag habe ich die komplette Splinter Cell Saga für euch. Also wenn, dann würde ich natürlich am liebsten einmal Splinter Cell 1 beginnen, irgendwann mal dann fortsetzen die Reihe. Ich kann natürlich auch einfach Splinter Cell Conviction spielen. Doch da dies mein guter Freund Xernex LP derzeit bereits macht, würde ich dies eigentlich vorziehen, nicht zu tun. Auch wenn ich sein Let's Play sowieso nicht schaue, da ich das Spiel selber noch spielen möchte. Ich denke mal, das können die meisten von euch sehr gut nachvollziehen. Abschließend gibt es zu diesem kleinen Voting zu sagen, dass ich
gerne alle diese Spiele euch zeigen möchte, ob nun jetzt schon, nach dem nächsten Mal oder erst viel später in der Zukunft. Ich werde sie euch definitiv zeigen, aber ihr könnt bestimmen, was als erstes davon rankommt. Wenn ihr euch fragt, hey, warum spielst du nicht einfach Curse of Monkey Island oder auch Monkey Island 3 genannt? Das kann ich euch ganz einfach erklären. Monkey Island war mein Start und es ist eine tolle Spielereihe, die ich liebe und verehre. Aber das Problem ist, ich möchte eine kleine Pause machen von Monkey Island. Ich möchte auch andere Sachen euch zeigen. Denn Monkey Island ist nun mal eines der bekanntesten Spiele aller Zeiten. Die meisten von euch haben es bereits gespielt oder haben es bereits irgendwo gesehen. Da müsst ihr mir einfach vertrauen auf mein Urteil. Oder so. Abschließend gibt es noch eine weitere Frage, die mich beschäftigt. Und das betrifft die Namen meiner Let's Plays. Im bisherigen Format, wie ihr es hier sehen könnt, sieht es ja so aus. Ich schreibe Let's Play, Spielname, dann Raute, die Zahl, Bindestrich und danach einen lustigen Kommentar. Doch ich überlege, ein anderes System einzuführen. Aus dem ganz simplen Grund, dass wenn ihr auf meinem Kanal unter Playlists meine Videos raussucht, ihr seht ja selbst, manche meiner Spiele haben einen verflucht langen Namen. Wenn ihr nun zum Beispiel bis zum Part 20 geschaut habt, danach schön in das Bettchen geht und am nächsten Tag den nächsten Part rausholt, dann werdet ihr ja den Part 21 sehen wollen. Ja, und wer hat denn da bitte Lust, bei diesen ellenlangen Namen sieht man ja die Zahlen nicht, wirklich jetzt die einzelnen Videokästchen zu zählen bis zu 21? Das haben wohl die wenigsten und das könnte ich auch nachvollziehen. Deswegen überlege ich, eine der folgenden Varianten bald anzubieten. Sagt mir, was ihr davon haltet oder ob das völliger Mumpitz ist und ich es einfach so lassen soll, wie es ist. Oben könnt ihr meine Vorschläge lesen. Ich persönlich finde das erste gar nicht so verkehrt, denn wie gesagt, es wird bei der Videosuche entscheidende Vorteile liefern, ohne dabei am eigentlichen Aufbau etwas zu ändern, sondern einfach nur die Reihenfolge der einzelnen Elemente. Der zweite Vorschlag hingegen ist meines Erachtens nach zwar praktischer, wenn es darum geht, gefunden zu werden bei der YouTube-Suche, da ich mehr passende Tags in die Videonamen reinschreiben kann und so weiter. Jedoch geht dadurch etwas meiner Fantasie flöten, wenn ich mir wieder einmal einen lustigen Titel und vor allem passenden Titel zum jeweiligen Video raussuchen muss. Daran habe ich mich eigentlich schon gewöhnt und würde es nur ungern ablegen. Abschließend bleibt nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr bleibt an meiner Seite und werdet auch in Zukunft gemeinsam mit mir jede Menge Abenteuer und Gefahren in meinen Let's Plays mit mir durchstehen. Von daher bleibt noch eins zu sagen und das wäre... Mein Name ist Alex. Bis dann!